Herr Müller hat zwei Filialen mit unterschiedlicher Ausrichtung. Den gewohnt luxuriösen Salon in Laden 1 und den günstig effizienten in Laden 2. Er will natürlich keine Kunden vergraulen. Daher soll es Werbeaufsager geben, die den Kunden die neue Ausrichtung der beiden Filialen erklären. Gedreht von den Friseuren selbst. Jeder ist sozusagen selbstverantwortlich, Kunden in seinen Laden zu locken. Selbstverantwortlichkeit, das ist etwas, das die Fuhrmanns sich von ihren Mitarbeitern in allen Bereichen wünschen. Ich würde jetzt gerne, dass wir mit Ihrem Handy ein Video aufnehmen, in dem Sie sagen, sowas wie, lieber Kunde, ist es mal wieder Ende des Monats, dann kommen Sie doch lieber zu Fuhrmann bei Sebastian Müller in die Pfeilstraße. Hier sparen Sie bis in die Spitzen. Dann ja? Muss ich es aber hier oben machen. Ja, oder unten in der Küche, wenn Ihnen das lieber ist. Ja? Ja, dann gehen wir runter. Ja, runter in die Küche. Da ist es viel, naja, schöner. Und Jackie ist da. Dann könnt ihr ja gleich mitmachen. Du einen, sie einen und sie einen. Und Action. Also, und bitte. Na, Ihre Friseurin stresst Sie auch ganz sehr. Die quatscht und quatscht und hört nicht mehr auf. Dann kommen Sie zu uns. Michael Fuhrmann Hadesalt bei Sebastian Müller und Sie stylen sich einfach selber. Dankeschön. Ich kann schreien. Sehr gerne. Danke. Sehr gut. Bitte schön, Platz 3, Platz 5. Ja, eigentlich machen wir das ja beruflich. Das ist für mich. Genau, eigentlich machen wir das beruflich, aber machen Sie es heute mal selbst. Und nur wenige hundert Meter weiter im Luxussalon hat Timo dieselbe Aufgabe. Sie können das gerne in Ihren eigenen Worten sagen. Können Sie auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Na? Klappt das mit dem Selberstylen? Nicht? Dann kommen Sie zu uns auf den Berlich. Hier sind auch Profis am Werk und Sie können wie gewohnt entspannen. Schaffen wir, oder? Ich versuch's. Zurück bei Good Boss Bad Boss. Die Mitarbeiter von Friseur Fuhrmann in Köln haben seit heute Morgen einen neuen Chef. Der versucht, sie mit absurden Aktionen in den Wahnsinn zu treiben. Friseur Timo soll einen Werbeaufsager aufnehmen. Also wie gesagt, halten Sie sich nicht an dem Text auf. Ich muss gerade versuchen, mich überhaupt auf irgendwas zu konzentrieren. Ach so, okay. Können wir das... Ich kann nicht wirklich. Es tut mir schrecklich. Ganz kein Stress, dann machen wir kurzen Moment Pause. Und zwar einen sehr kurzen Moment. Meinen Sie, Handy, Sie würden das hinkriegen, während Sie schneiden, einen kurzen Text in im Zweifelsfall Ihr eigenes Handy zu sprechen, das ich halte und Sie filme? Also ich kann das bestimmt. Es ist nur so, dass der Timo, ich glaube, wir sind gerade alle echt ein bisschen, wir sind alle echt fertig. Ja, ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Deshalb frage ich Sie ja, ob Sie glauben, dass Sie das hinkriegen. Ich weiß halt nicht, ob das authentisch wäre. Also, wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, das verstehe ich. Und ich glaube, das freut eigentlich fast nichts, was wir rüberbringen. Und die Videos, die ich gerade eben gesehen habe, waren auch nicht authentisch. Was? Die schauen wir uns nochmal an. Hier auf der Fallstraße sparen Sie bis in die Spitzen. Wenn ich jetzt so einen Vorschlag geben würde, ich würde es einfach dann machen, wenn sich alle ein bisschen an die Situation vielleicht gewöhnt hätten. Weil es wird, was schätzen Sie, in einer Stunde? Ich glaube eher in der Woche. Ach so, okay. Ich bin erstaunt, dass die Henny mit so viel Fingerspitzengefühl da eine Sache erklärt und einfach sagt, das können wir aus bestimmten Gründen nicht machen. Ja, da habe ich mich auch tatsächlich geweigert, weil ich es emotional einfach nicht richtig fand in dem Moment. Es war auch aus emotionalem Grunde, weil ich eine sehr gute Verbindung auch zu meinen beiden Chefs habe. Ich finde es auch toll, dass der Timo da und ich find's, reagiert. Genau. Ich finde es toll, dass der Timo sagt, nee, es tut mir leid, ich möchte das nicht, kann das nicht. So ist er eben. Draußen sorgt Camilla weiter für Promo. Bei dem Wetter könnte ich jeden Tag draußen arbeiten. Peinlich. Peinlich. Ich muss einfach fremden Leuten den Kopf massieren. Und dieser Typ, den ich den Kopf massiert habe, der hatte wirklich, der hatte da irgendein komisches Tier. Ja, oder nicht Tier, aber auf jeden Fall irgendwie die Haut von dem Tier. Das war richtig ekelhaft. Genauso ekelhaft wie Flaschen und Unrat im eigenen Laden. Im Effizienzsalon in Laden 2 wird derweil Friseurin Sarah vor die Herausforderung des 5 Minuten 5 Euro Haarschnitts gestellt. Das heißt, ich muss jetzt Gas geben, oder was? Richtig, ja. Du willst und günstig hier rauskommen. Sarah traut sich. Eine kurze Besprechung mit dem Kunden und dann läuft die Uhr. Klar sind Sebastian Müllers Ideen verrückt und provozieren, aber sie haben alle einen Sinn. Das Team, das oft mal was liegen lässt, soll erkennen, dass man alles schaffen kann, wenn man auch alles gibt. Und los. Und los geht's. Und während Sarah alles gibt, kommen zwei von uns bestellte junge Frauen in den Salon, die das Do-It-Yourself-Schild neugierig gemacht hat. Können wir es dann gegenseitig einfach machen, oder?
Also ich glaube ja, oder? Ja. Gegenseitig auch. Was genau ist da so drin? Also kann ich euch zeigen, klar. Dafür hat Jackie ja am Vormittag extra ein Tutorial-Video gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Michael Fuhrmann Haardesign bei Sebastian Müller. Wir haben ganz neu bei uns eine Do-It-Yourself-Area. Kannst du jetzt sehen. Das ist für die Kunden, die sich selber stylen möchten, nur für 10 Euro. Wenn man Fragen hat, kann man fragen, aber es ist ja dafür da, dass man sich die Haare ja selber macht. Ne? Ein bisschen Haarspray vielleicht, dann hält's auch. Und ich habe Geld gespart, habe schöne Haare und kann jetzt schon shoppen gehen. Also das könnte man, wenn man jetzt ehrlich ist, könnte man das so raushauen und es gäbe wahrscheinlich genug junge Leute, die sagen, ey, wie toll ist das denn? Also, hat sie gut gemacht. Und tatsächlich, die Mädels nehmen es an. Ab zum Waschen. Könnt euch die Ecke nehmen einmal? Ja. Ja, das ist wirklich ungewohnt. Gerade meine Kundin zu sagen, was sie nehmen soll oder was sie machen soll, das ist schon ungewohnt. Aber wie man sieht, halt junge Leute, ne, die das machen. Und bei Sarah laufen die 5 Minuten für den Haarschnitt gleich schon ab. 3, 2, 1 und stopp. Ich glaube, man muss sich da neue Sachen zu haben, aber ich bin halt nicht so derjenige, der unter Stress arbeitet, finde ich scheiße für die Mitarbeiter. Ja. Und wie gesagt, das ist halt keine qualitative Arbeit, die man hier leistet. Ja. Meines Erachtens. Aber wie Sie eben schon sagten, es ist Fast Food und trotzdem ist Fast Food wahnsinnig erfolgreich. Das ist aber nicht auf Dauer nicht gesund. Das war ja richtig tiefsinnig, Sarah. Wie geil ist das denn? Gestresst ist Sarah aber auch von den Mädels aus dem Do-It-Yourself-Bereich. Habt ihr noch eine andere oder so eine normale Bürste vielleicht? Also keine Rundbürste? Nee, einfach normal durch. Genau. So was hier? Perfekt. Danke. Auch darauf muss sie ein Auge haben. Das hat halt nicht so den Zweck erfüllt, wie es jetzt eigentlich sein sollte. Die sollten sich ja selber da um sich kümmern und haben trotzdem immer wieder Fragen gestellt. Ich muss immer wieder von meinem Kunden weg, immer wieder was erklären. Und das hat mich schon zusätzlich ein bisschen gestresst, ja. In der Luxusfiliale in Laden 1 soll sich der Kunde rundum wohlfühlen. Sebastian Müller hat viele Ideen. Aber hat er vielleicht etwas vergessen? Die Kundin ist von uns engagiert und spielt mit. Haben Sie da irgendetwas, wo Sie immer schon mal dachten, das wäre cool, wenn das noch gemacht würde, während ich beim Friseur sitze? Ja, und zwar, ich müsste jetzt, also ich bin knapp dran, müsste ich noch einkaufen gehen. Und ich bin Veganerin und ich bräuchte jetzt noch Tofu, habe ich mir auf die Einkaufsliste geschrieben, Matcha-Pulver ungefähr, Matcha-Pulver, genau, und Mandelmilch. Wie die 21-jährige Camilla wohl darauf reagiert? Ich glaube, ehrlich gesagt, in meiner Pause würde ich jetzt nicht unbedingt solche Sachen erledigen. Aber dann machen Sie es doch, wann haben Sie, Sie haben jetzt um 2 Pause. Dann machen Sie die Pause einfach 10 Minuten später und machen dann aber auch 10 Minuten später mit der Pause Schluss. Ach so, ja. Also dann wäre das für mich jetzt kein Problem. Gut, denn wie Camilla schon am Mittag versicherte. Also ich fühle mich gar nicht ausgenutzt, oder? Aber dann würde ich das der Kundin jetzt einfach anbieten. Von mir aus, kann ich machen, ja. Dann sprechen Sie sich doch, vielleicht holen Sie kurz was zu schreiben, dann schreiben Sie sich auch, was Sie brauchen. Also das Matcha-Pulver. Ja. Mandelmilch. Vor allem waren das ja auch Sachen wie Mandelmilch, Matcha-Pulver und Tofu. Also das kriegt man jetzt auch nicht direkt irgendwie beim Aldi oder so. Da muss man schon hin und her laufen.